Und herzlich willkommen zu Minecraft Rising, meinem Let's Live Minecraft. So, ich habe mich mal hier oben hoch über die Stadt begeben und lasse hier ein bisschen meinen Blick schweifen, nachdem wir jetzt ja endlich wieder zurückkehren können von der verlassenen Strafanstalt mit Skelettfarm, die wir ja in den letzten Folgen errichtet haben. Und ja, muss sagen, genieße hier auch wirklich diesen Ausblick über ja, mein kleines Stadtzentrum, was es bisher so gibt mit dem Lagerhaus und der Markthalle und da hinten einigen Stadtbefestigungen. Und ja, bei aufgehendem Mond und untergehender Sonne kann man natürlich auch hier noch ein bisschen bis zum Horizont blicken. Hier das kleine Villagerdorf, dann dort hinten meine landwirtschaftlichen Flächen und dann hinten am Horizont erkennt man noch gerade so die ja, Skyline des Getreidehofes und damit meine ich natürlich die Mühle, die hinten so schön noch zu erkennen ist. Und ja, das ist auch das, was mich eigentlich dann zu meinem nächsten Projekt führt. Ich finde es immer sehr, sehr atmosphärisch und einfach schön anzuschauen, wenn man so aus der Ferne so ein paar Fixpunkte hat, die sich eben so von den Umrissen her einfach abheben von der Landschaft. Und einen solchen Fixpunkt möchte ich auch mit euch nun errichten. Und muss dafür mal eben schauen, dass ich hier nicht vollkommen zerpflückt werde von allerlei Getier. Wie kam ich denn hier rüber? Wahrscheinlich so. Und zwar bin ich ja hier oben auf dem Gipfel hier dieses naja, Felsmassivs. Und hier oben soll ja mal meine Zitadelle entstehen. Das ist natürlich ein Bauprojekt, was riesig, riesig groß ist und eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen wird. Und daher bin ich ja schon dazu übergegangen und habe das Ganze in seine, naja, in kleinere Teilprojekte zerlegt, um das Ganze ein bisschen realistischer zu machen und das auch für mich besser so für die Planung zu machen. Und habe ich hier so einen kleinen Arbeitsstand aufgebaut und dachte mir, gut, immer den Weg bis zum Zentrallager zurückzulegen, ist auf Dauer sehr, sehr lästig und mühselig und kostet eine ganze Menge Zeit. Deswegen werde ich mir hier so ein kleines, naja, eine kleine Arbeitsstelle einrichten, ähnlich wie, wie ich es auch bei der Skelettfarm hinten gemacht habe, wo ich dann eben die nötigen Rohstoffe dann für mich einlager und dann mir möglichst viel Weg spare. Und da ich aber ja hier oben eh noch eine ganze Menge mehr Baustellen dann haben werde, diese Zitadelle wird natürlich eine riesige Menge an Ressourcen dann verschlingen, dachte ich mir, gut, das kann ich auch ordentlich aufziehen und habe erstmal eine Gleisverbindung zu meinem Zentrallager geschaffen. Ich möchte dann nämlich jetzt die Möglichkeit nutzen, euch einmal noch ein bisschen was von meinem Lorensystem zu zeigen, was ich bisher ja auch schon verwende mit meiner Mine, mit meinem Villager Breeder und ja, meinem Zentrallager, wo das Ganze in einem kleinen Güterbahnhof dann verarbeitet wird, und dachte mir, gut, zeige ich euch da noch eben was, was ich bisher schon verwendet habe, zeige ich euch da noch kurz auch, wie ich sowas dann baue. Und dabei wollte ich jetzt hier oben anfangen, einmal mit einem vollautomatischen Endlader, der also dann Güterloren, die dann hier oben ankommen, die ich aus dem Zentrallager geschickt habe, dann hier oben vollautomatisch entladen und sobald die dann entladen sind, auch wieder zurückschicken. Und ja, wie ihr seht, habe ich da schon ein bisschen Redstone mir eingesteckt und würde dann jetzt mal anfangen, erstmal mir ein bisschen Platz zu schaffen hier im Inventar. So ist das doch ein bisschen lästig. So, und das kann ich auch gleich dann wegwerfen. Ja, ich beginne erstmal damit, meine kleine Arbeitsecke oder meine Arbeitsbasis hier ein wenig zu vollenden. Da brauche ich natürlich ganz wichtig auch noch ein Bett. Denn wenn dann
es Nacht wird, muss die schnellstmöglich übersprungen werden, denn Creeper sind beim Bauen äußerst lästig. So, und dann werde ich jetzt hier erstmal eine kleine Truhenkette aufbauen. Da habe ich Truhen schon hier. Hier habe ich. Diese Kette nimmt dann die Güter auf, die ich aus dem Zentrallager schicke. So, ich denke, drei Doppelkisten reichen da dann erstmal. Plus eben die 10 Plätze in den Trichtern selbst. Das sollte dann erstmal ausreichen. Und dann brauche ich nur noch einen zusätzlichen Trichter, der dann die Loren dann auch entlädt. Und dann werdet ihr gleich sehen, was da wirklich für ein ganz simples System hintersteckt. Denn das Entladen, das vollautomatische, ist wirklich gar kein Problem. So, dieser Trichter wird dann nachher die Lore entladen. Und woraus baue ich denn mal kurz? Ich nehme mal hier mein Fichtenholz. Ich baue immer ganz gern so Redstone-Sachen auf Holz. Ich finde immer, das sieht einfach gut aus. So ein bisschen, als hätte man das wirklich halt hölzern errichtet. So eine Art Gestell oder, ja, wie soll ich das beschreiben? Dass man eben das wirklich gehandwerkert hat. Und deswegen baue ich das immer ganz gerne auf Holz. Ist zwar vielleicht ein bisschen dumm, wenn es mal irgendwie zu Feuer kommt, aber gut, das Risiko gehe ich dann ein. So, mit diesem Komparator entnehmen wir das Signal, wenn hier eine Lore ankommt und die dann durch diesen Trichter entladen wird, merkt das dann dieser Komparator sozusagen und gibt ein Signal ab, was dann hier in diesen Block geleitet wird. Und auf diesem Block setzen wir eine Redstone Torch. So. Das haben wir gerade schon gesehen. Der Block ist ja drin verschwunden. Und da ging der Komparator direkt an. Und so. Hier auf diese Torch setzen wir einen Block, der dann das Signal aufnimmt und an diesen Redstone Dust hier abgibt. So, und ich werde mich mal kurz schnell hinlegen, um eben besagte Creeper zu vermeiden. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze dann in der Praxis auch aussieht. Ich nehme hier diese Antriebsschiene. Eine reicht auch. Nehmen wir noch ein paar normale dazu, obwohl ich brauche hier doch alle. So. Und dann seht ihr jetzt, dass diese Antriebsschiene hier jetzt aktuell bepowert wird. Eben durch diese Fackel, über diesen Redstone Dust, wird diese Antriebsschiene bepowert. Das heißt, wenn jetzt eine Lore ankommen würde, würde sie direkt wieder weggeschickt werden, wenn diese leer wäre. Ist diese aber voll, nimmt der Trichter direkt ein Item schon mal auf. Der Komparator schaltet diese Fackel aus. Und über den Dust wird auch diese Antriebsschiene ausgeschaltet und die Lore bleibt dort erstmal stehen, bis sie geleert ist. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Ich werde jetzt dann hier einen kleinen Aufgang eben errichten. So. Kann man jetzt hier diese Gleisverbindung legen und damit ist das Ganze soweit eigentlich beendet. Ich kann euch das mal einmal kurz eben demonstrieren. Habe ich da vielleicht, hier habe ich noch eine Lore, mal fix eben eine Güterlore gecraftet und da rein stecke ich mal kurz 10 Schwarzeichenhölzer und ja. Dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Die Lore geht hoch, wird entladen und sobald sie entladen ist, wieder losgeschickt. Und hier unten sind dann jetzt diese 10 Schwarzeichenholzbretter angekommen. Das ist das ganze System, was dahinter steckt, hinter diesem Entladevorgang. Ihr seht also, der ist wirklich sehr, sehr einfach, aber äußerst praktisch. Und ja, so kann ich also aus dem Zentrallager jetzt massig Rohstoffe hier auf den Gipfel schicken
ohne selber immer hin und her laufen zu müssen. Und das wird mir auf jeden Fall eine große Erleichterung sein. Und eine Erleichterung wird es ebenfalls sein, wenn ich hier im Zentrallager die Güter auch praktischer losschicken kann. Ich überspringe nochmal eben kurz die Nacht und dann zeige ich euch, was ich damit meine. So, ich habe jetzt hier einen kleinen Zusatzstand aufgebaut. Vorher gab es ja nur hier diese große Entladestation und jetzt habe ich hier auch eine Beladestation errichtet. Und zwar, wie man sieht, für den Warentransport in Richtung der Zitadelle. Es ist Gott sei Dank so, dass der generelle Abstand, die Distanz von hier bis oben auf die Spitze des Bergmassivs ist so gering, dass sämtliche Chunks geladen sind. Das heißt, der Warentransport hier kann komplett ohne Störungen ablaufen. Und daher habe ich mich halt dazu entschlossen, auch hier das Warenversenden weitestgehend zu automatisieren. Und ich kann also dann hingehen, die verschiedenen Rohstoffe aus meinen Lagerbeständen holen und dann hier jeweils in die Kiste werfen. Und dann werden die Waren automatisch auf den Weg Richtung Zitadelle geschickt. Beziehungsweise, das werden sie zukünftig. Und jetzt habe ich dann vor, mit euch gemeinsam genau das zu bauen. Hier oben kommen die Trichter an, von der Truhe, die ich oben im Erdgeschoss aufgestellt habe. Gelang hier über diese Zwischentruhe, so als kleiner Zwischenspeicher, dann in diesen Trichter hier. Und dann habe ich jetzt vor, mit euch gemeinsam den automatischen Belader zu bauen. Das Gegenstück sozusagen zum Entlader. Ich habe in meiner Mine zum Beispiel ja auch schon so etwas stehen und mehrfach verwendet. Da habe ich einen relativ einfachen Belader verwendet. Der hier bekommt jetzt eine kleine Zusatzfunktion, da ich ja durchaus große Mengen an Rohstoffen hier verschicken werde. Und auch unterschiedlichste Materialien, da sind dann welche bei, die sich nicht zu Stacks auffüllen lassen. Und da braucht man dann einige spezielle Regeln. Deswegen wird das hier jetzt eine Version, die man ja recht gut verwenden kann, die verhältnismäßig einfach ist und die trotzdem weitestgehend ihren Zweck erfüllt, das Ganze vollautomatisch ablaufen zu lassen. Und ja, wie man wahrscheinlich schon vermutet, brauchen wir da als allererstes zu Beginn wieder einen Komparator, der ein Signal hier aus diesem Trichter entnimmt. Denn darüber wird das Ganze dann gesteuert. So, dieser leitet das Signal wieder in einen Block und dieser Block gibt das Signal dann über diese invertierte Torch dann weiter an Redstone Dust, den ich gleich setzen werde, wenn ich mir hier diese Stufe besorgt habe. So. Und dann kann ruhig auch wieder ein voller Block kommen, das ist dann egal. Aber diese Stufe ist erstmal wichtig. Zeige ich dann gleich noch, warum. So. Jetzt brauchen wir einen Spender und einen Trichter. Habe ich nicht mehr. Dann muss ich den eben... Habe ich denn noch Eisen dabei? Schlecht vorbereitet. Und dann werden wir nämlich mit Hilfe von dem Spender und Trichter dann das einzelne Signal dann abgeben, dass dann diese Schiene aktiviert. Und zwar machen wir das so, dass der Spender und der Trichter ineinander zeigen. Das heißt, der Spender zeigt also Richtung Gleis und der Trichter in Richtung des Spenders dann jeweils. Und hier muss dann ein Item beliebiger Wahl rein und das wird dann bei entsprechendem Signal einmal in den Trichter gegeben, der gibt es sofort wieder zurück, aber das wird dann registriert durch einen weiteren Komparator, wenn der Trichter das zurückgibt, und dieses kurze Signal bepowert dann den Block und darüber hier das Gleis,
und dadurch fährt dann hier die Lore los und fährt Richtung Zitadelle. Das Ganze passiert dann, wenn also dieser Trichter dann keine Waren mehr enthält. Und ja, damit wäre eine erste Funktion schon erfüllt. Da ich aber, wie schon erwähnt habe, oben auch mal eine ganze Menge Rohstoffe reinwerfen werde und es durchaus vorkommt, dass die Lore unten voll ist und trotzdem hier noch Waren im Trichter sich befinden, wäre das ein Problem. Dann würde die Lore hier feststecken und ich müsste doch per Hand manuell das Ganze irgendwie bedienen. Deswegen werde ich jetzt hier noch eine kleine Schaltung hintersetzen, die so eine kleine automatische Clock beinhaltet, die dann einfach in regelmäßigen Abständen die Lore lossendet, solange sich hier noch Waren im Trichter befinden. Und das Ganze ist auch relativ kompakt. Da brauchen wir wieder einen Slab. Den habe ich natürlich weggeworfen oben. Es läuft wieder heute. Naja. Hier sind die Wege ja wenigstens noch relativ kurz. Da ist sowas dann nicht allzu ärgerlich. Na. So. Also eine Slab, auf der sich dann ein Repeater befindet. Und der ist dann also gekoppelt hier an dieses Signal, was von der Fackel ausgeht. Und dementsprechend registriert er also auch die Zustandsänderung des Trichters. Und über den Repeater geht das Ganze hier in den Block und leitet dann in einen Sticky Piston. So. Nehme ich den hier eben wieder weg. Und hier werden wir jetzt diese kleine automatische Zeitschaltuhr sozusagen bauen mit zwei Sticky Pistons und entsprechenden, wo habe ich das? Hier habe ich das, entsprechenden Trichtern. Ach, die muss ich gleich auch noch wieder bauen, herrje. An Trichtern bin ich scheinbar mittlerweile ziemlich schlecht versorgt. So. Ich baue hier schon mal die Komparatoren auf, die dann die Trichter, die hier stehen werden, dann gleich entsprechend auswerten. So. Diese beiden Trichter müssen dann wieder ineinander zeigen. Und abhängig davon, welche Items wir da jetzt einfüllen, bestimmen wir damit die Zeitspanne, in der diese Lore automatisch losgeschickt wird. Wenn man da jetzt nur ein Item reinschicken würde, würde die quasi kontinuierlich immer wieder losgeschickt werden. Da ich aber natürlich möglichst vollgefüllte Loren hier losschicken möchte, werde ich da 5 ganze Stacks einfüllen. Das wird dann eine ordentliche Menge sein. So können dann also durchaus Loren immer wieder geschickt werden mit zum Beispiel 10 Stacks Stonebricks oder Cobblestone oder so. Und daher ist das dann, denke ich, ein ganz guter Kompromiss, dass die dann halt automatisch losgeschickt werden. Aber wenn sie halt mal ganz gefüllt werden können, dann wird das auch passieren durch den kleinen Standardbelader, der hier vorne ja vorgeschaltet ist. Und ja, ich glaube, das müsste es dann jetzt eigentlich so auch schon gewesen sein. Ich werde kurz eben die Trichter hier befüllen mit 5 Stacks und dann testen wir das Ganze gleich einmal. So, damit ist das System hier soweit dann komplett. Hier vorne also der standardmäßige Belader, der also erkennt, wann dieser Trichter leer ist und dann die Lore losschickt. Sollte das nicht passieren, da die Lore schon überfüllt ist, dann schreitet hier hinten dieser Taktgeber ein. Und hier sind also jetzt 5 Stacks Stein eingefüllt. Je Tick geht ja immer ein Stein rüber in den anderen Trichter. Und wenn das passiert ist, wechselt hier der Redstone-Block seine Position. Und die ganzen wandern wieder zurück.
und werden also insgesamt 10 Stacks hin und her gegeben. Und nach Ablauf dieser Zeit wird dann die Lore automatisch losgeschickt, sollte sie hier noch feststecken. Und das ist soweit eigentlich alles. Ich werde oben jetzt einfach mal einen Stack Fichtenholzstämme reinwerfen. Die werde ich oben auf jeden Fall gebrauchen können. Und dann sehen wir jetzt, wie die nach unten wandern. Wir haben gerade gehört, dass hier hinten, dadurch, dass hier Items angekommen sind in dem Trichter, hat sich hier die Clock aktiviert. Die Items fangen an durchzulaufen. Und ich muss jetzt nur noch dazu übergehen, hier die entsprechende Trichterlore zu setzen. Die wird jetzt dann hier entleert. Wir sehen, die Hölzer wandern rein. Und hier hinten der automatische Taktgeber ist natürlich noch längst nicht so weit, dass der hier gleich aktiv würde. Aber dann erkennt hier vorne der erste Teil, aha, der Trichter ist leer gelaufen und wird die Lore dann lossenden. So, mach's gut, auf Wiedersehen und wir sehen uns oben. So, wie ihr seht, wir sind wieder hier oben auf dem Gipfel. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, sehen wir, wie erhofft und erwartet ist das Deck Fichtenholz hier oben angekommen. Die Lore ist automatisch wieder zurückgefahren und steht jetzt schon wieder bereit im Zentrallager und wartet auf die nächste Fuhre. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach der Abfahrt der Lore im Lager noch ein paar Spitzhacken oder andere Steine oder Nahrung oder was auch immer eingeworfen habe in die Kiste, wird sie dort jetzt wieder automatisch befüllt. Und sobald sie entweder, also sobald entweder alle Rohstoffe entleert worden sind aus der Truhe dort, oder aber der automatische Taktgeber sein Signal gibt, wird die Lore nach oben geschickt, wieder entladen, fährt wieder zurück. Und so habe ich jetzt hier eine kontinuierliche Rohstoffverbindung zu meinem Zentrallager. Und das wird mir hier auf jeden Fall eine ganze Menge vereinfachen und ganz viel Zeit sparen. Denn wie gesagt, wenn es hier mal an den Bau der eigentlichen Zitadelle geht, die hier rundherum entstehen soll, da wird es wirklich eine ganze Menge an Rohstoffen nötig werden. Und daher ist das hier eine Investition in die Zukunft, nenne ich es mal. Und ja, zum aber eigentlichen nächsten Bauprojekt dann jetzt, kann ich hier nochmal einen kleinen Ausblick machen. Denn das war jetzt ja doch eine eher kleinere Zwischenfolge mit wieder ein bisschen Redstone. Aber es soll natürlich alles seinen Sinn und seinen Zweck haben. Und zwar soll dort auf diesem, ja, markant hervorstehenden Gipfel dieser Aussichtsturm, dieser Wachturm entstehen. Und dann später mit einer Brücke verbunden werden, hier mit dem eigentlichen Bergmassiv, wo dann die Zitadelle entstehen wird. Und ich stelle mir das ziemlich cool vor, wenn man dann unten zum Beispiel entlangläuft Richtung Baumfäller und dann hier diesen Turm auf dem einzelstehenden Gipfel, dann hier dieser Nadel, dann sehen kann. Und das wird mit Sicherheit sehr, sehr cool wirken. Ich habe mir da schon so eine kleine Grundidee vom Design her, wie ich das so vielleicht gestalten möchte, drücke ich es mal vorsichtig aus. Da probieren wir dann in der nächsten Folge ein wenig rum, um da das Passende dann zu finden. Muss der hier sich auch in die Landschaft vernünftig einfügen. Und ja, ich denke dann wird das hier auf jeden Fall eine Position, die dann sehr, sehr interessant werden kann. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen hier in dieser Folge. Nochmal ein klein wenig Redstone Basics mit meinen Gleissystemen, die ich so hier verwende. Das ist von mir so ein kleiner, so ein kleines Favoritenthema irgendwie. Ich habe da einfach echt ein großes Interesse dran, mit diesen Gleissystemen so zu arbeiten, die technischen Möglichkeiten von Minecraft so ein bisschen auszunutzen. Ich bin jetzt, weiß Gott, kein riesiger Redstone-Profi, aber so einfach diese praktische technische Anwendung finde ich einfach sehr, sehr reizvoll. Und
ja, deswegen dachte ich mir, präsentiere ich euch das einfach auch mal. Und falls euch das gefallen hat, lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir das in die Kommentare oder gebt dem Video ein Like oder so. Und dann weiß ich, gut, ich kann sowas auch in Zukunft nochmal hin und wieder einbauen. Wenn ihr aber eher wirkliche Baufolgen sehen wollt in Zukunft, dann ist auch das kein Problem. Teilt mir das einfach mit. Und ja, ansonsten würde ich mich dann generell freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und wünsche euch soweit erstmal einen schönen Tag und danced on!